Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin in Cage. Das ist ein kostenloses Spiel, das ich auf Steam entdeckt habe. Und schauen wir mal, was es ist. Also steht dreidimensionaler Kampf. Gefecht, gucken wir mal. Es ist Verlan. Ah, das finde ich aber gut. Machen wir mal leise. So, dann gucken wir mal. Achso, man kann das gar nicht allein spielen. Das ist ein reines LAN-Multiplayer. Dann hosten wir jetzt einfach mal. Das Match, Kikuri, King of the Hill, okay. Das macht es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, gebe ich ehrlich zu. Sweet House, Darks, Port. Aber wir nehmen mal Port. Okay, okay, also allein aufnehmen ist natürlich jetzt schwierig, gebe ich ehrlich zu. Dann aber letztlich für die heilige Missionsfrage der Games Archives testen wir ja auch, also schauen wir uns ja auch Spiele an und können einfach mal gucken, okay, dass es das Spiel gibt. Wie sieht das aus? Das macht man da. Wir wissen jetzt schon mal, es gibt das Spiel Cage. Wir wissen jetzt, es ist ein LAN-Multiplayer-Shooter. Und das ist offensichtlich so eine Art Gravitationskanone, die mich dahin bringt, wo ich hinschieße. Optisch finde ich, ist das okay. Okay, es liegen hier Goodies rum und Waffen mit den Karten. Von Map Design, ja. Alles haben wir schon besser wie auch schlechter gesehen. Ach, guck an, was ist das denn jetzt Schönes? Okay, offensichtlich greifen die Waffen auf diesen Energie, also diesen Balken zu, Überhitzung, wie auch immer. Und durch Bewegung. Ah! Das ist natürlich eine schicke Sache. Um Camper im Prinzip, schaut mal, wenn ich jetzt stehen bleibe und schieße, dann ist der Balken leer und ich kann jetzt nicht mehr schießen. Und selbst wenn ich sitzen bleibe, es passiert nichts. Erst durch Bewegung füllt er sich wieder. Dadurch kann, ach, das ist ja eigentlich eine geile Idee. Dadurch kann man dieses berühmte Camper-Ecken hocken, wird im Prinzip fast unmöglich gemacht. Er kann zwar in der Ecke hocken, ja, viel Spaß dabei, aber hat maximal ein, zwei Schuss und dann war es das, dann muss er sich bewegen. Das verhindert zwar Camping nicht komplett, aber es schränkt es auf jeden Fall schon ordentlich ein. Und das mit dieser Gravitationskanone, um irgendwo hinzukommen, finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. Und so eine Uzi macht wahrscheinlich nicht so viel Bums, wie so ein Scharfschützengewehr. Aber wir haben ja hier HP, ja, Lebensbalken da rechts. Lebenspunkteanzeige. Das ist auch interessant. Ich kann nicht auf den Cage, also auf den Käfig selbst visieren, nur auf die Einrichtung innerhalb des Ganzen. Gut, ich muss aber ehrlich zugeben, die Steuerung ist ein bisschen sehr matschig. Schwammig wäre sogar noch höflich. Also die ist schon reichlich ungenau. Aber generell finde ich das ein sehr schickes Spiel. Also jetzt gut optisch ist es natürlich veraltet. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht streiten.
Aber es erfüllt noch absolut seinen Rahmen. Ich spiele auf LAN-Partys immer noch Counter-Strike 1.6 und da brauchen wir echt nicht drüber reden, über grafische Spiele. Aber doch, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut, die Ansätze hier. Also jetzt, es ist natürlich letztlich, ich kann euch kein richtiges Gefecht zeigen, weil es ist ein reines LAN-Multiplayer-Spiel. Wie soll ich das machen? Ja? Aber ich kann euch zumindest zeigen, wie es aussieht und weil, was es bietet. Und ich muss sagen, das würde mir auf einer LAN-Party auch, glaube ich, Spaß machen. Ein paar mehr Karten, ein bisschen mehr Spielmodi noch dabei. Dieser Levelaufbau und dass der Waffen auf dem Boden rumliegen und sowas, das erinnert mich halt irgendwie mehr an so die ganz alten 3D Realms Klassiker hier, so Doom und sowas und Quake, und wobei Doom ist, glaube ich, gar von 3D gewesen. Quake ist von 3D, oder? Und Duke Nukem ist von denen und so Sachen. Ey, ist ja wurscht jetzt. Letztlich, ihr wisst, was ich meine. Dass so Goodies Waffen auf dem Boden rumliegen, man läuft drüber, nimmt sie so auf, dass, wobei das bei Unreal Terminal Alter, ich bin krank, man merkt es einfach. Unreal Tournament, so, da war das ja auch so. Also, ich würde sagen, wir brauchen hier kein endlos Video machen, das gibt ein relativ kurzes Ding, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung in unserem Multiplayer-Shooter-Bereich vom Factor Games Archiv. Gefällt mir, hat was. Wie gesagt, grafisch so lala, aber es ist kostenlos. Es funktioniert. Es hat ein paar gute Ideen. Das mit diesem Camper-Ding finde ich richtig geil. Oh, guck mal, da drauf liegt eine Waffe, eine besondere. Ich will da drauf. Ich will da oben drauf. Jetzt hänge ich in dem Schuh. Das ist aber auch. Ich nehme an, dass wir hier eine verminderte Schwerkraft haben in dem Ding. Weil ich schwebe ja fast schon, wenn ich... Ah doch, ich kann doch die Gravitationsknarre auf... Nein, jetzt... Das gibt's doch nicht! Warte mal. Nee, wenn ich hier auf den Cage richte, passiert nichts. Letztlich scheißegal, was das für eine Knarre ist. Auf jeden Fall muss es was Gutes sein, weil sie ist echt nicht leicht zu erreichen. Naja, egal. So. Exit Menü. So. Also dann, ich würde sagen, wie gesagt, ist ein kurzes Video. Macht aber nichts. Ich denke, in der Kürze liegt manchmal auch durchaus die Würze, wenn man ein Spiel vor sich hat, wo relativ schnell sehr klar ist, was es ist, worum es da geht, wie es aussieht und so. Da brauche ich euch auch nicht stundenlang die Ohren voll zu quasseln. Kann ich machen. Ne? Worüber wollen wir reden? Türkei-Referendum? Ne? Trump? So die üblichen Aufreger-Themen? Oder vielleicht auch was Schönes? Ich bin dankbar für Einwürfe. Nein, also... Ich brauche jetzt nichts ins Ohr zu quasseln. Ja, hier ist es im Factor Games Archiv. Das ist meine Mission und ich bin hier unterwegs und ich denke, das haben wir hier erfüllt. Deshalb mache ich jetzt Stempel drauf. Ich zockel weiter ins nächste Spiel. Hier gebe ich Daumen hoch. Dass, wenn ich das nächste Mal auf der LAN-Party fahre, werde ich vorher mal den Jungs Bescheid geben, dass sie sich das mal ziehen sollen. Vielleicht zocken, also wenn die darauf Bock haben, dann können wir das vielleicht dort mal zocken. Und dann könnte ich das dort mal mitschneiden. Es ist noch nicht ganz sicher, wann ich das nächste Mal auf der LAN bin. Da stirbt die ja schon so ein bisschen aus. Die Leute sind ja immer fetter und fauler geworden. Man hat auch super Internet. Für was soll ich mein PC irgendwo hinfahren? So Leute wie ich mit dem Notebook haben es ein bisschen leichter. Aber es ist schon am Aussterben. Das gebe ich ehrlich zu. Aber es ist halt trotzdem ungeschlagen einfach. Jeder, der mal auf einer LAN-Party war, auf einer gescheiten, weiß, dass es saugeil ist. Und jeder, der nicht da war, sollte vielleicht echt mal sein Po da hinschwingen. Es ist einfach was ganz anderes, wenn man mit den Leuten zusammensitzt und zockt und isst und trinkt und unterhält sich, als wenn man daheim vor seinem Computer hockt und labert über Skype, TeamSpeak, whatever miteinander. Das ist halt einfach nur was anderes. Aber jetzt brauche ich euch auch der Hinsicht nichts groß erzählen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.